Hallo und herzlich willkommen zur Scream-Kritik oder genauer gesagt Scream 5. Das ist doch sowieso schon Thema für sich mit dem Titel, also der Film heißt Scream, ist aber eigentlich der fünfte Teil, aber der Film heißt wie der erste Teil und das macht irgendwie keinen Sinn, aber ist egal. Jedenfalls, ja, willkommen zur Kritik. Ich habe den Film gesehen und er läuft auch seit letzten Donnerstag im Kino und jetzt gibt meine Meinung, aber erstmal kommen wir zur Story. Der Killer mit der Ghostface-Maske kehrt zurück nach Woodsboro. Diesmal hat er es auf eine Gruppe junger Menschen abgesehen, die in einer Verbindung zu den Opfern und Überlebenden der vorherigen Woodsboro-Attentate stehen. Ein Teenager nach dem anderen wird niedergemetzelt und die Geheimnisse der Kleinstadt rücken immer mehr ins Zentrum der Öffentlichkeit. Für die Überlebenden Sidney Prescott, Gail Weathers und Ex-Sheriff Dewey ist die Rückkehr des Killers ein Auseinandersetzen mit der Vergangenheit. Ihnen bleibt keine andere Wahl, als wieder miteinander in Kontakt zu treten und weitere Morde zu verhindern. Ob die Regeln zum Überleben, die ihnen zuvor das Leben gerettet haben, noch weiterhin gültig sind, müssen Sidney und ihre Freunde bald am eigenen Leib erfahren. Ja, ich hatte mich auf den Film sehr gefreut. Ich bin auch großer Fan der Reihe. Teil 1 ist für mich sowieso einer der besten Horror-Slasher-Filme überhaupt. Teil 2 ist auch noch ziemlich gut. Teil 3 hatte schon mehr Probleme gehabt, da es auch einen Autorenwechsel gab und der Film auch sehr zu albern geworden ist ein bisschen. Vor allem, dass Jay und Silent Bob in dem Film auftauchen, also what? Warum? Aber okay. Trotzdem bildet der Film einen soliden Abschluss der Trilogie, auch wenn manche Twists und Turns am Ende ein bisschen weit hergeholt waren. Aber gut, Teil 4 gab allerdings dem Franchise einen frischen Anstrich, der war doch ziemlich gut. Gerade für den vierten Teil erstaunlich gut. Und so habe ich mich dann auch sehr auf den fünften Teil gefreut. Kurz gesagt, ich fand den Film nicht gut. Bevor wir aber darauf genauer kommen, will ich nochmal kurz erklären, was für mich die Scream-Reihe so besonders macht. Es sind halt diese ganzen Meta-Kommentare, wo sich dann über Horror-Klischees lustig gemacht wird. Wie kann man am besten in einem Horrorfilm überleben? Es gibt gewisse Regeln, die man unbedingt beachten muss, wenn man eine Chance haben will, in einem Horrorfilm zu überleben. Ne, wer stirbt zuerst und alles, ne, wer könnte der Täter sein? All diese ganzen Klischees, über die wird sich lustig gemacht innerhalb der Reihe. Und damit hat Teil 1 nur mal angefangen. Teil 2 achtet dann aber schon mehr auf so typische Sequel- oder Fortsetzungsklischees konzentriert. Teil 3 dann auf Trilogie-Klischees, Teil 4 auf Remake-Klischees und Teil 5 auf sogenannte Requel-Klischees. Okay, was ist ein Requel? Ein Requel ist eine Mischung aus einem Sequel und einem Remake. Also halb Remake, halb Sequel, also das, was wir in den letzten Jahren öfters erleben. Auch schon mit den Star Wars Fortsetzungen, also Episode 7 bis Episode 9, welches ja auch eher so Requels waren. Ne? Sprich, die erzählen fast dieselbe Geschichte nochmal, nur in aufgepeppter Form oder wie man das nennen will. Und die Hauptfiguren der vorherigen Teile, ja, kamen zwar schon auch drin vor, allerdings nicht mehr unbedingt in Hauptrollen, sondern eher so in Nebenrollen, die dann eben mehr so als Mentorenfiguren funktionierten. Und so auch jetzt bei den neuen Scream-Filmen. Nämlich das Trio Sidney Prescott, Gail Weathers, Deputy Dewey tauchen zwar in den neuen Film auf, allerdings eher so in Nebenrollen und fungieren auch mehr als Mentorenfiguren, die dann in der Hinsicht ihre Funktion für die Story erfüllen. Darauf muss man sich einstellen, naja, die sind nicht mal so die Hauptfiguren wie in den vorherigen Teilen. Kann man positiv, aber auch negativ sehen, keine Ahnung, ich sehe es allerdings eher negativ. Ich finde es eher schade, dass man sich hier auf eine neue Clique fokussiert, die dann halt im Mittelpunkt steht, die allerdings relativ blass rüberkommt. Also die neuen Hauptfiguren sind relativ austauschbar. Einzig und allein die Schwester der Hauptfigur, die auch am Anfang des Films angegriffen wird und dann auch ins Krankenhaus kommt, hat für mich die stärkste Performance der neuen Figuren. Der alten Figuren wiederum hat für mich David Arquette als Deputy Dewey die stärkste Performance. Ich finde Neve Campbell als Sidney Prescott und Courtney Cox als Gail Weathers relativ langweilig. Also die bekommen erstens nicht viel zu tun und zweitens, die spielen auch relativ lustlos. Also man merkt halt schon irgendwie, die haben halt ihren Paycheck genommen für ihre 3-4 Drehtage und gut ist und dementsprechend spielen sie auch so. Also relativ gelangweilt. Schade. Aber David Arquette war wirklich gut. Kommen wir jetzt aber auch mal kurz zur Regie zu sprechen. Dies ist der erste Teil der Reihe, der nicht von Wes Craven inszeniert wurde, der leider schon 2015 starb. Dieser Teil wurde dann von dem Regie-Duo inszeniert, welches uns schon Jahre zuvor Ready or Not gebracht haben. Ready or Not ist sowieso ein Geheimtipp von mir. Wer auf Horror, Komödien mit viel schwarzem Humor steht, dem kann ich Ready or Not nur empfehlen. Die haben halt jetzt inszenatorisch nicht so viel Neues geliefert, haben aber für eine solide Arbeit geleistet. Ja, also der Film wirkt schon fast so, als wäre der von Wes Craven inszeniert worden. Man merkt schon, dass die
Macher wohl ziemlich große Fans von Wes Craven sind und dementsprechend ihn jetzt ja nicht kopiert haben, aber auf jeden Fall sich vor ihm verbeugt haben. Und das merkt man den Film an. Da kann ich jetzt nicht so viel meckern. Ich meine, gut, einzelne neue Ansätze wären nicht schlecht gewesen, aber so wie jetzt auch einzelne Horrorszenen spannungstechnisch aufgebaut wurden, das wirkt schon sehr wie bei Wes Craven, war jetzt nicht schlecht. Allerdings ein bisschen mehr Innovation wäre schon nicht verkehrt gewesen. Und jetzt kommen wir auch mal auf das Thema Innovation zu sprechen. Der Film ist halt wenig innovativ. Also es ist halt ein Standard-Horrorfilm, haben wir schon zigmal gesehen. Der Film bietet wirklich nicht viel Neues. Das ist ziemlich schade. Und der Film benennt ja auch noch in manchen Szenen innovativere Horrorfilme, wie eben It Follows oder Hereditary, also Filme, die wirklich, was Horror angeht, in den letzten Jahren ganz, ganz weit oben sind. Allerdings macht das jetzt den neuen Scream-Film nicht besser dadurch. Nur weil die Macher ja von innovativen und besseren Horrorfilmen Bescheid wissen, heißt das noch nicht, dass das deswegen auch automatisch der neue Scream-Film dadurch besser wird. Nee, ganz im Gegenteil. Aber gut, egal. So ist das halt, die ganzen Horror-Szenen sind ziemlich standard inszeniert. Also ich will da mal eine Szene als Beispiel nennen. Und zwar kommt in einer Szene dieser Kühlschrank-Effekt dreimal drin vor. Kühlschrank-Effekt will ich mal kurz erklären. Nämlich, wenn eine Person in einem Horrorfilm einen Kühlschrank aufmacht und das dann so von der Kamera seitlich gefilmt wird, sodass man dann auch das Profil der Kühlschranktür gut sehen kann und dann die Kühlschranktür wieder zugemacht wird, erwartet man, dass da irgendein Jumpscare kommt. Irgendeine gruselige Gestalt, die dann sich hinter dem Kühlschrank verbirgt, wenn der Kühlschrank wieder zugemacht wird. Dieser Effekt kommt dreimal im Film nacheinander drin vor. Dreimal nacheinander, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil die sich nicht mehr einfallen lassen konnten. Keine Ahnung. Um es mal kurz aufzuzählen, die Hauptfiguren der vorherigen Teile, bis auf Dewey, bekommen wir nichts zu tun und spielen gelangweilt. Der Film bietet nicht viel Neues. Horror-Szenen sind ziemlich standard inszeniert. Die neuen Figuren bleiben ziemlich blass, bis auf eine vielleicht, ne? Dementsprechend sind das alles Punkte, wo ich sagen muss, der Film ist Mittelmaß. Man kann nicht den gucken, aber man kann nicht den auch sparen. Ja, und deshalb kann ich auch den Film nicht mehr als 5 von 10 Punkte geben. Ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert und zukünftige Filmkritiken nicht verpasst. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch viel Spaß im Kino. Euer Simon.